Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Team Podcast. Heute habe ich einen tollen neuen Gast hier, den Daniel Hommel. Wir haben schon viel zusammen gemacht oder zumindest letztes Jahr oder dieses Jahr bei Daimler ein bisschen was zusammen gemacht. Und ich freue mich, dass Daniel sich heute die Zeit nimmt, mit uns ein bisschen diese Folge zu bestreiten. Daniel, stell dich am besten mal kurz vor. Hallo, Daniel Hommel. Ich arbeite für die Firma Emendare. Unser Motto ist positive Kräfte entfesseln. Wie passiert das normal? Durch agiles Coaching beim Kunden vor Ort, durch Trainings, durch irgendwelche individuelle Art der Begleitung und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Okay, gehen wir gleich mal zu meiner allerersten, allerbesten und Lieblingsfrage und die lautet, wie würdest du ein passioniertes Team definieren? Das ist ganz spannend. Ich habe mir da im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich damit gerechnet habe, dass so eine Frage kommen würde. Und was ist ein passioniertes Team? Die Teams, die mir eingefallen sind, wo ich dachte, könnten passionierte Teams sein, die hatten alle irgendwie so die Eigenschaft, dass sie halt zusammengehalten haben, nicht nur, wenn gerade nur sonniges Wetter und blauer Himmel war. Und ich habe dann auch nochmal mir so überlegt, es gibt ja auch diesen Film, die Passion Christi und so. Das Wort Passion hat ja nicht nur positive Konnotationen. Ja. Genau, ja. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt und da steckt ja auch irgendwie so ein bisschen dieses Wort Leiden mit drin in der Bedeutung. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen auch das ist, was ich meine. Also, dass ein Team, ein passioniertes Team hat für mich die Fähigkeit, eben auch zusammenzuhalten und in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Oder setzt sich vielleicht dieser negativen Phase sogar absichtlich aus, um ein Ziel zu erreichen. Ja? Also seine Erfüllung zu finden, bedeutet ja manchmal auch, dass man irgendwelche Einbußen hinnehmen muss. Mhm. Und das ist für mich Passion oder ein passioniertes Team. Okay. Ja, ich fand es in die Metapher, finde ich jetzt spannend, der mit der Passion Christi. weil ja tatsächlich, da kann man sich drüber streiten. Also was heißt es in dem Kontext? Klar, er hat eine Passion für irgendwas gehabt, ja. Und ist dadurch dafür durch dick und dünn gegangen, im Endeffekt dann auch noch ganz blöd geendet, ja. Aber klar, also habe ich es noch gar nicht gesehen, finde ich eine spannende Metapher. Ja, ja, ich meine jetzt mehr das Wort als den Film. Also ich habe mich an das Wort durch den Film natürlich erinnert, aber ich möchte den Film jetzt nicht unbedingt als Metapher verwenden. Das ist mir ein bisschen zu biblisch. Ja. Aber das Wort Passion, wenn ich das nachschlage, dann bedeutet es unter anderem auch Leiden und so weiter. Und das, finde ich, steckt schon irgendwie mit drin. Ja, das ist ja witzig. Ich meine, das andere Wort für Passion ist ja Leidenschaft. Mhm. Und da steckt der Leiden auch mit drin. Das finde ich schon spannend irgendwo, ja. Ja. Und, ich glaube, da ist schon irgendwas Wahres mit dran, auf jeden Fall. Ja. Ja. Dass man vielleicht für seine Passion auch mal in Kauf nimmt, wenn es mal nicht so gut läuft. Genau, also ein anderes Beispiel, das kommt von einem Trainer, den ich in meiner Coaching-Ausbildung hatte, ist Nelson Mandela. Der ist ja für sein Ziel, für seine persönliche Erfüllung auch keine Ahnung wie viele Jahre ins Gefängnis gegangen. Mhm. Ja, also Passion oder seinen Zielen folgen, seiner Leidenschaft nachgehen, ist nicht immer nur schön. Und ein Team, was das eben zusammen aushalten kann oder das vielleicht auch zusammen durchlebt, das ist für mich ein passioniertes Team. Also ein Team, was nur bei schönem Wetter funktioniert, ist es auf jeden Fall nicht. Genau. Ich habe in der letzten Folge hatte ich einen netten Gast. Da hat man es davon gehabt, von der Passion, dass Passion ja auch nicht immer positiv sein muss.
Also es gibt ja auch Menschen, die so in was versinken und dadurch vielleicht andere Dinge wiederum völlig links liegen lassen, Familien vielleicht sogar irgendwie dann nicht mehr so attraktiv sind, wenn man sich so reinhängt in seinen Job, weil man so eine Passion dafür entwickelt. Mhm. Habe ich vor ein paar Wochen nochmal einen Artikel zugelesen, wo auch einer geschrieben hat, eben ja, Passion, er findet es mittlerweile total überbewertet, dieses ganze Thema Passion, weil er glaubt eben auch, dass Passion sehr viele negative Seiteneffekte haben kann. Das fand ich eigentlich auch spannend, ja. Diese Sichtweise. Ja, für mich ist es so ein bisschen, ich musste auch an das Wort Erfüllung denken. Also wenn ich als Person oder als Team meine Erfüllung finden möchte, meiner Erfüllung nachgehen möchte, ist das für mich so was Ähnliches. Also da muss ich ja auch dann eventuell radikale Entscheidungen treffen oder lass mich auf was ein, was mich auch zu einem gewissen Grad ein bisschen auffressen kann. Ja? Mhm. Die Frage ist, gibt es eine wirklich gute Alternative? Das ist eine gute Frage, ja. Wenn alle nachstreben, vielleicht ist dann sogar Passion, vielleicht manchmal sogar vielleicht das höchste Level. Wir haben irgendwie darüber diskutiert, dass man vielleicht Passion so ein bisschen wie so einen Schalter haben sollte, ja, dass man sagen kann, jetzt schalten wir es mal an, wir müssen mal richtig lostouren und was liefern. Aber wir können auch vielleicht wieder solche Phasen haben, wo man so ein bisschen so Slack-mäßig, ja, ein bisschen weniger machen, wo so normale vielleicht Projektphasen oder Produktmanagementphasen oder Produktentwicklungsphasen sind, wo man sagt, okay, jetzt nehmen wir einen Gang raus und machen wieder ein bisschen langsam, um dann wieder irgendwann diese Passion, dieses Feuer zu entzünden, um dann wieder die letzte Meile zu nehmen oder sowas in der Art, fand ich auch spannend. Ja, das hat für mich eher was mit so einer Balance zu tun. Also ich glaube, gerade wenn man etwas Großes erreichen möchte, was ein bisschen länger dauert, muss man halt auch auf seine Energiereserven und auf andere Dinge, die einen, sowas wie eine Familie ist ja auch Support, ja, unterstützt ja auch, gibt auch Halt. Auf solche Dinge muss man dann umso mehr achten, finde ich. Also für mich bedeutet Passion nicht unbedingt blindlings irgendwo reinzurennen, bis ich komplett verbrannt bin. Okay. Sondern man muss auch aufpassen, dass man eben quasi so Marathongeschwindigkeit rennt und nicht Sprint, ja. Und es eben dann auch entsprechend lang durchhält, um am Ende anzukommen. Genau. Das ist ja unter anderem auch eins der Prinzipien im Agilen Manifest, ne? Mhm. Genau, so eine Geschwindigkeit zu finden, die man auch auf längere Zeit durchhalten kann. Genau. Hast du schon mal in so einem passionierten, genialen Team gearbeitet, wo es richtig gut gelaufen ist? Ich hatte damit gerechnet, dass die Frage kommt und das hat mich tatsächlich ein bisschen vor zu Kopfzerbrechen geführt oder hat Kopfzerbrechen bei mir verursacht. Und zwar, ich habe in einem Team gearbeitet, ich glaube, ich halte es auch für ein passioniertes Team. Das war eins der ersten Scrum-Teams, in denen ich selber war. Das Ding ist, das Team war ein bisschen in Untergruppen zerfallen, die sich auch nicht immer grün waren. Okay. War ein Team aus Subteams, bestand aus Subteams oder wie? Ja, die ganze Geschichte zu erzählen würde jetzt zu lang dauern, aber das war aufgrund unterschiedlicher Ziele und unterschiedlicher Technologien und einfach einer allgemein fragwürdigen Aufstellung ist es in zwei Lager zerfallen oder wurde in zwei Lager zerrissen. Innerhalb dieser Lager würde ich aber sehr wohl von Passion sprechen. Also das Arbeiten mit den Kollegen hat da schon sehr, sehr viel Energie gegeben und Spaß gemacht. Und da kommen wir auch ein bisschen zu der anderen Metapher, die mir noch eingefallen ist. Das hat sich auch so ein bisschen wie ein Piratenschiff angefühlt. Ja? Okay. Also so, man segelt gemeinsam singend auf unbekanntes Gewässer raus, um irgendwie einen Schatz zu heben oder zu finden oder zu klauen. Ja? Und legt sich dabei durchaus auch mal mit dem ein oder anderen Königreich an. Also so, das ist die andere Metapher, dieses Piratenschiff, was mir da noch eingefallen ist. Okay, ist auch eine schöne Metapher. Als ich da dran wieder denken musste, dachte ich, eigentlich, obwohl das Team nicht unbedingt so mein bestes Beispiel für ein Team ist, war das wohl schon irgendwie ein passioniertes Team. Okay. Jetzt warst du ja, glaube ich, letztes Wochenende auf dem Coach Reflection Day oder letzte Woche, glaube ich, war das. Ja, ne? Mal wieder. Mal wieder, genau. Da geht's ja auch, da treffen sich ja diverse Coaches, um sich auszutauschen, vielleicht neue Methoden so weiter kennenzulernen. Gab es auch irgendwas, wo du sagst, es ist auch was man gut nutzen kann, um mit Teams zu arbeiten? Da muss ich kurz nachdenken. Also es gab viele Sachen, die man nutzen kann, mit Teams zu arbeiten. Ich meine,
allein schon die Standardformate, die wir beim Coach Reflection Day benutzen und auch vorstellen, kollegiale Fallberatung, Coaching-Übungen, gute Fragen stellen, sind natürlich Sachen, die man auch im Team immer gut gebrauchen kann. Wir hatten ein bisschen über gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Ich denke, Feedback geben ist tatsächlich was, was ja oft unterschätzt wird, vielleicht auch gar nicht richtig beherrscht wird. Ja, also das ist vielleicht so ein Ding, ich möchte es jetzt nicht an gewaltfreier Kommunikation festmachen, aber ich glaube, Feedback geben an sich ist ganz wichtig. Auch kritisches Feedback geben, und um gemeinsam weiterzukommen, um gemeinsam zu wachsen. Was hatten wir denn sonst noch? Da war schon wieder ein Wochenende dazwischen, ganz schlimm. Wir haben uns Spiele angeschaut. Also wir hatten ein, zwei Spiele. Spiele sind ja auch immer bieten einen sicheren Raum, um neue Dinge auszuprobieren. Bin da ein großer Fan von. Ja, ansonsten hatten wir noch eine sehr spannende Diskussion. Was ist denn agil, wenn man sich mal von den ganzen Buzzwords und von den ganzen Methoden löst? Ich denke, was daran spannend ist, wir hatten am Schluss so als Fazit, dass alle agilen Methoden irgendwie darauf ausgelegt sind, Feedback-Loops herzustellen oder zu verkürzen. Mhm. Im sozialen, technischen Bereich, im Business-Bereich, überall eigentlich. Und das bringt mich wieder zurück zu dem Thema Feedback. Also ich kann eigentlich nicht genug Feedback in meinem Team leben und irgendwie schauen, dass ich es an so viel wie möglichen Stellen anbringe. Mhm. Da habe ich eine nette Übung gemacht vor kurzem, was jetzt weniger mit kritischem Feedback zu tun hatte, sondern eher mit positivem Feedback. Das war, als ein Product Owner unser Team verlassen hat oder ein Team, das ich gerade auch unter anderem coache. Ich habe gesagt, lass uns doch mal hier, mir fällt der Name nicht mehr ein, wie das genannt worden ist, aber da sitzen quasi sich zwei Leute gegenüber mit dem Stuhl und derjenige, der gerade positiv berieselt wird, sitzt mit dem Rücken zu den zwei. Und die beiden sprechen dann positiv über denjenigen, was sie gut an ihm finden, was sie mit ihm erlebt haben, positiv, also wirklich nur Positives über die Person, ja. Und da gab es irgendeinen coolen Namen für, den mir jetzt absolut nicht einfällt. Shower of Appreciation. Ja, genau so heißt es, ja. Shower of Appreciation ist ein sehr, sehr schönes Ding auf jeden Fall. Und dann wechselt man auch noch durch und es ist unglaublich, was für ein Strahlen auf den Gesichtern nachher drauf ist, ja, weil die zum Teil gar nicht gewohnt sind, dass sie so ein positives Feedback auch bekommen von ihren Kollegen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz gutes Tool eigentlich, um so den Zusammenhalt im Team nochmal zu stärken, ne? Ja, es ist auch sehr herausfordernd, positives Feedback zu geben. Also gerade in dieser Übung, da hat man ja, glaube ich, eine Minute oder so oder zwei oder fünf, ich weiß es nicht mehr genau, und muss in dieser Zeit kontinuierlich positives Feedback der Person geben. Und das ist gar nicht so einfach. Also so viele Dinge zu finden, das verändert dann auch die Sicht auf jemand eventuell. Genau, richtig. Und natürlich für die Person selbst, die stellt dann fest, okay, ich habe gar nicht gewusst, dass sie so über mich denken. Ja, war mir gar nicht bewusst vorher. Das ist auch natürlich eine tolle Sache irgendwo. Auf jeden Fall. Mhm. Was würdest du sagen, wie wichtig ist Führung, um so eine passionierte Teamorgie zu bekommen? Extrem wichtig. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil eigentlich müsste man jetzt erstmal einen Podcast drüber machen, was ist denn Führung überhaupt? und warum reden wir von Management und von Führung? Warum sind die scheinbar nicht das Gleiche? Und was, also Führung, was bedeutet das alles? Ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Also was ich jetzt im Moment wieder bei einem Kunden erlebe, ist, dass man halt versucht, agile Methoden im speziellen Scrum einzuführen. Dann kommen so wilde Medizinmänner wie du und ich zur Tür rein, trommeln da ein bisschen rum, machen coole Trainings, laden die Leute positiv auf. Und die sind dann irgendwann auf so einem Modus, dass sie durch den Raum schweben und sagen, ja, Chaka, let's go. Und dann dürfen sie aber gar nicht. Ja. Und ja. Rennen quasi in so eine Wand aus, ja, können wir jetzt überhaupt? Und da müssen wir nochmal drüber reden. Und wo ist denn der Plan? Und habt ihr dazu schon Folien gemacht? Und das müssen wir erstmal auf dem Managementkreis vorstellen und so weiter. Mhm.
Und das finde ich halt extrem schade, weil ich glaube nicht, dass es durch mehr Pläne, mehr Reden und so jetzt noch besser wird, weil in meinem Weltbild sind die Leute, die die Arbeit machen, eh die, die die Arbeit am besten verstehen. Und es gibt nichts Besseres für mich als Coach, als zu sehen, dass die jetzt loslegen wollen. Und jetzt gilt es quasi nicht zu sagen, was müssen wir denn da noch kontrollieren und gucken, dass das auch richtig ist und denen auf die Finger schauen, sondern jetzt gilt es zu fragen, was braucht ihr noch, wann könnt ihr loslegen und aus dem Weg zu gehen. Richtig. Aber das ist natürlich auch ein riesengroßes, wie soll ich sagen, ein riesengroßer Mindshift für diese Leute auch, ne? Die sind ja zum Teil auch genauso erzogen worden, wenn manche noch irgendeine MBA-Ausbildung hatten, wo ja ganz viel Wert auch drauf gelegt wird, immer noch auf dieses Thema Kontrolle und Vorgeben, was gearbeitet werden muss und so weiter und so fort. Was ja immer noch sehr tief in diesem Scientific Management oder halt Taylorism, wie man es auch immer nennen möchte, ein bisschen verwurzelt ist, ja. Der ursprünglich eigentlich auch nur diese Methoden so vorgegeben hat für Leute, die eigentlich keine Ausbildung hatten und eigentlich im Prinzip einfach natürlich sicherstellt werden musste, dass was hinten rauskommt, obwohl die eigentlich, sagen wir mal, Anführungsstriche nicht viel wissen. Und heutzutage stellst du dir eigentlich Leute ein, die auf sehr hohem Niveau arbeiten, die Studienabschlüsse haben, die sehr intelligent sind und meinst immer noch, du müsst ihnen direkt erzählen, was sie zu tun haben und hast immer noch nicht genug Vertrauen eigentlich in diese Menschen, dass sie wissen, was sie machen müssen. Und weil du eben diese Angst immer noch hast, manchmal auch dadurch getrieben, weil du zum Beispiel im mittleren Management immer noch einen Manager über dir hast, der vielleicht auch immer noch nach diesen Berichten fragt, hast du Angst, die Dinge aus der Hand zu geben. Ne? Könnte ja total in die Hose gehen. Und dann bist du der Depp nachher. Ja? Und das trifft man ganz, ganz häufig aus meiner Sicht, immer noch. Ja, was ich immer wieder sage, auch in Trainings und wenn so eine Frage aufkommt, ist, ihr stellt die Leute ja nicht ein, weil sie doof sind. Ja? Also im Prinzip könnte man ja annehmen, ihr stellt die Leute ein, weil sie den Job, für den ihr sie einstellt, besser können wie ihr. Ansonsten ist die Frage, warum macht ihr den Job nicht? Ja? Warum stellt ihr dann Leute dafür ein? Wenn das so ist, dann ist ja die Schlussfolgerung daraus, dass die auch besser verstehen, was da abgeht, wie ihr. Wenn das so ist, dann habt ihr ein Vertrauensproblem. Wenn das nicht so ist, dann stellt ihr die falschen Leute ein. Also was ist es? Habt ihr ein Vertrauensproblem oder ist euer Einstellungsprozess doof? Ja, dann kann ich euch als Coach wieder helfen, aber irgendwie eins von beidem muss es ja sein. Genau. Und Vertrauen ist ja auch immer erst was, was ich erstmal geben muss, ohne zu wissen, ob es klappt. Im ersten Schritt. Ja, spätestens wenn ich jemand einstelle, wenn ich dem von vornherein nicht vertraue, dann habe ich doch was falsch gemacht. Ja, ganz genau. Da läuft dann schon irgendwas schief. Aber eben als Manager dann auch zu sagen, okay, gut, ich lasse euch machen, nimm die Finger raus und halt mich da komplett raus. Ist natürlich ein guter Schritt, aber vielleicht auch nicht der einzige Schritt, der gemacht werden muss. Ne? Also ich erlebe es gerade aktuell auch mit einem Manager, der seine Leute irgendwo machen lässt und sagt, ja, macht nur, ist aber überhaupt gar nicht präsent in irgendeiner Form. Also auch gar nicht präsent in Thema, wo geht die Reise hin? Ja? Was sind eigentlich die Rahmenbedingungen? Was wollen wir eigentlich als Abteilung oder als Firma erreichen irgendwo? Und dann haben die zwar dann irgendwie den Freiraum, aber die wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Das ist natürlich auch wieder ein Problem, ne? Ja, also Führung hat ja viele Aspekte. Ich lese da gerade, ich bin ja wie du auch Coactive Coach und vielleicht weißt du, da gibt es auch so ein Coactive Leadership-Ding mittlerweile. Und ich lese gerade dieses Coactive Leadership Buch, so relativ dünnes Buch, aber da ist ein ganz spannendes Modell drin, so über verschiedene Arten der Führung. Und du brauchst natürlich am besten alle oder zumindest einige davon, um allgemein gut zu führen. Also du brauchst sowohl, was die quasi Leading from the Front nennen, also jemand, der visionär ist, der vorangeht, der immer wieder die tolle Geschichte erzählt über das Ziel, wo wir hinwollen. Und die Leute mitreißt. Du brauchst aber genauso den, der quasi hinten steht und mehr eigentlich eine Art Facilitator ist. Ja, du brauchst vielleicht den neben dir, der mit dir einen gewissen Weg geht, also so eine Art Coach. Es gibt ganz verschiedene Arten zu führen einfach. Und ich denke mal, dass Führung allgemein möglichst viele dieser Felder einfach abdecken sollte. Also es sollte das Angebot geben dafür.
Und das ist natürlich auch nicht immer so einfach. So, vor allem das in einer Person zu verbinden, sage ich jetzt mal. Nee, überhaupt nicht. Jetzt habe ich gerade mein Kopfhörerkabel rausgezogen. So, jetzt ist wieder drin. genau. Und stelle ich mir schon auch manchmal schwierig vor, wenn man halt noch gewohnt ist. Ich weiß noch genau, als ich angefangen habe, ins Berufsleben einzusteigen, damals mit der Volkswagen AG losgelegt, war mein ganz großes Ziel, ich möchte Manager werden. Das war damals, ich will ganz hoch einen Haufen Geld verdienen und den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Ja, ich will Macht, sage ich mal, in irgendeiner Form auch. Das war irgendwie ganz, ganz lange mein Traum. Und da habe ich auch relativ lange darauf hingearbeitet, bin relativ schnell ins Projektmanagement damals reingekommen und war auf dem Weg Richtung Gruppenleitung. Und dann hatten wir so ein tolles Kamingespräch mit einem ganz, ganz hohen Tier, der hat irgendwie den Logistikbereich geleitet und hat erzählt und erzählt von seiner Arbeit und seiner Arbeit. Und dann habe ich am Ende irgendwie mal gefragt, so, was er denn in seiner Freizeit macht. Und dann kam eben so, Freizeit, was? Naja, ich bin am Arbeiten, habe keine Zeit für irgendwelche Hobbys nebenher. Dann dachte ich so, nee, also so möchte ich nicht enden, ja, dass ich nachher noch am Arbeiten bin. Aber trotz allem, was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass bei vielen Menschen immer noch das im Kopf drin ist, irgendwann mein Eckbüro, ja, ich habe die Zügel in den Händen, ich sage den Leuten, was sie zu tun haben. Das ist immer noch tief irgendwie bei uns, auch uns in der deutschen Kultur eigentlich verwurzelt, in der westlichen Kultur verwurzelt, dass das irgendwie eine Sache ist, wo man darauf hinarbeiten sollte, weil das irgendwie cool ist, ja. Und dabei eigentlich völlig falsche Richtung vielleicht manchmal einschlägt. Ich denke, warum das auch in der Kultur so verwurzelt ist, ist, es gibt halt, also an so einer Position habe ich halt eine gewisse Berufssicherheit oder eine Jobsicherheit und ich habe halt auch entsprechend Geld. Ich kann meine Familie gut versorgen. Mhm. Was halt dabei vergessen wird, ist, dass es auch andere sichere Jobs gibt und mit denen man gut Geld verdienen kann, bei denen man dann aber auch vielleicht eher glücklich wird. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema so Passion, Erfüllung im persönlichen Sinne. Es gibt ja gerade unter den Managern oder Führungskräften auch ganz viele, die halt am Rande des Burnouts unterwegs sind ständig. Mhm. Da gab es auch vor einiger Zeit mal einen Artikel im Spiegel, wo so ein Coach mal ausgepackt hat, wie viele da eigentlich zu ihm kommen. Ja, das wird natürlich schön unterm Deckel gehalten, aber ich glaube, dass die, vor allem im höheren Management, ist man halt sehr exponiert, hat eigentlich keine Freunde mehr, hat nur noch ganz, ganz lange Tage, muss sich mit ganz viel Mist rumkämpfen. Und ich glaube nicht, dass das für jeden wirklich gut ist. Also ich glaube, da gibt es viele, die da nicht nur mental, sondern auch wirklich dann über längere Zeit körperlich damit zu kämpfen haben. Ja. Ich erinnere mich an einen hohen Manager, auch bei einer deutschen Automobilfirma. Damals, das war noch vor meinem Studium, als ich gerade so mit der Ausbildung fertig war, der hat immer so Zitteranfälle bekommen. Der war schon so weit mit seinem Stresssyndrom, dass dem so die Hände gezittert hat, dass der kaum noch ein Blatt Papier halten konnte. Mhm. Frage ich mich, ob man das wirklich will und ob das Geld das am Ende wert ist. Richtig, ja. Also ich habe auch letztens einen Artikel in der Harvard Business Review gelesen, wo es zum Thema Einsamkeit ging. Und da stand auch eben, dass mehr als die Hälfte aller CEOs leiden unter Einsamkeit. Mhm. Ja, könnte man erstmal meinen, ja, Einsamkeit, mein Gott, erstmal halt mal ein bisschen allein, was soll das ja. Aber was ich spannend fand, ist, dass Einsamkeit wohl genauso schlimm für den menschlichen Körper ist, wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Mhm. Fand ich ziemlich krass, ja. Also und ich glaube, da gibt es ziemlich viele Manager, die irgendwie unter diesem Problem natürlich leiden, wobei wir natürlich jetzt auch ein bisschen vom Thema abkommen, aber tatsächlich ist es schon auch ein Problem. Und was, glaube ich, manche Coaches dann auch nicht verstehen, die in so Teams reingehen, ist, die haben ganz tolle Ideen, was sie verändern muss und wir müssen agil werden, was auch immer, ja. Und dass diese Manager, mit dem sie manchmal sprechen, zum Teil ganz, ganz andere Probleme aktuell haben. Mhm. Ja. Geht vielleicht schon der Arsch auf Grundeis, weil die Zahlen total schlecht aussehen. Die müssen dringend gucken, dass Gebäude X plus und Z irgendwie fertig wird, weil die Mitarbeiter so Zahlen so steigen. Oder was weiß ich, irgendwelches zum Teil banales, blödes Zeug irgendwo, Politik. Was denen auch noch auf der Platte, genau auf Politik ganz, ganz viel, was denen noch irgendwo um den Kopf wirbelt. Und dann kommen wir um die Ecke und sagen, ja, aber das ist ganz wichtig, sie müssen sich da mehr reinhängen, dass hier alles agil wird und so. Ist natürlich auch völlig der falsche Zugang. Da muss man auch schauen, wie man die anderes abholen zum Teil. Ja, wobei ich das, weil du gerade sagtest, wir driften so ein bisschen ab, ich bin mir gar nicht mal sicher, weil im Endeffekt ging es da gerade um quasi
Erfüllung, Passion bei Individuen. Jetzt kann man sich schon fragen, gerade als Coach, ist das nicht der erste Schritt? Also im Agile Manifest steht ja Build Teams Around Motivated Individuals. Ist der erste Schritt vielleicht auch, den Leuten einen Weg aufzuzeigen, dass jeder individuell seiner Passion vielleicht nachgehen kann, um daraus dann passionierte Teams aufzubauen. Mal so eine kühne These in den Raum gestellt. Ja. Und gerade wenn jemand jetzt an einer Position in einem System ist, die ihm überhaupt nicht gut tut, glaube ich auch, dass das eher einen negativen Beitrag zu einem Team, zu einer Zusammenarbeit mit anderen leistet, weil der kommt ja auf Dauer gar nicht mehr klar. Also der kann ja, gerade wenn es dann stressig wird, vielleicht auch nicht mehr richtig mitziehen, auf die anderen achten. Und Ich meine, da gibt es ja im Coactive Coaching dieser Bereich Fulfillment, den ich eigentlich ganz spannend finde, ja, wo man überhaupt erst mit seinem Coach hier auch ein bisschen definiert, wo willst du eigentlich hin? Na, ist es das aktuell, wo du gerade bist? Bist du da zufrieden? Wenn nein, was ist es dann? Ja, wo könntest du dich vorstellen, hinzuentwickeln? Sicherlich auch so ein Element, wo man arbeiten kann. Ob jetzt wirklich Manager da unbedingt gecoacht werden will in die Richtung, ist eine andere Frage. Aber wenn man vielleicht auch feststellt, da ist irgendwo Bedarf da, warum nicht? Na, ja, also ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass ich so ein reines Coactive Coaching in meinem Einsatz als agiler Coach bisher nicht hatte. Das entsteht eher daraus, dass Leute, mit denen ich arbeite, dann zu mir kommen und sagen, hey, ich merke, ich muss was anders machen, können wir darüber mal quatschen. Und es wird dann tatsächlich zu so ein bisschen Live-Coaching. Es ist aber schon so, dass diese Coaching-Ausbildung mein, wie ich Menschen gegenüber trete, schon stark beeinflusst hat. Und ich glaube, also am Anfang als Scrum Master, als Coach hat man auch immer so das Gefühl, man muss halt viel vorgeben oder man muss den Leuten zeigen, wie es geht. Das bin ich irgendwie komplett losgeworden im Moment. Also das ist teilweise durch die Ausbildung auch noch verstärkt worden. Im Moment geht es mir, glaube ich, schon mehr darum, Coach zu sein statt agiler Coach. Und das bedeutet für mich eben auch, Leuten zu helfen, rauszufinden, was sie gut können, mehr davon zu tun. Und ob da nachher Scrum dabei rauskommt, ist irgendwie, wird immer unwichtiger für mich. Also natürlich ist agil cool und natürlich glaube ich an diese Methoden und mache auch gern die Trainings dazu und es macht mir alles ganz viel Spaß. Aber im Vordergrund steht für mich, dass dabei was Positives rauskommt, dass sich das gut anfühlt. Und das passt auch eben super zu unserem Firmenmotto. Und deswegen, ich fühle mich gar nicht immer wie ein agiler Coach. Ich fühle mich immer wie ein Coach, aber ich bin im Moment eher so unterwegs, dass ich Menschen, Individuen und Teams helfe rauszufinden, was können wir gut, was müssen wir tun, was wollen wir ausprobieren, wie gehen wir das an. Und da entstehen halt unterschiedlichste Dinge daraus. Meistens verleiht es den Leuten aber einen Antrieb. Also es vielleicht werden die passionierter auch zum Teil dann in dem, was sie tun, ne? Ja, sie stellen sich eher die Frage, also sie fangen an, sich die Frage zu stellen. Sie machen nicht irgendeine Methode, weil jemand sagt, ihr müsst die Methode machen, sondern wenn der Coach eben kommt und sagt, ja, was wollt ihr denn jetzt machen? Was glaubt ihr denn, was jetzt richtig ist? Und wie können wir denn das ausprobieren? Also es ist eine andere Art der Beschäftigung mit einem Thema. Und ich denke, dass das eher dazu führt, dass ein Team eben wirklich rausfindet, was ihm gut tut. Und ganz ehrlich, wer bin ich mir anzumaßen, denen zu sagen, was sie tun müssen? Also woher weiß ich denn, ob Scrum für die cool ist? Genau. Ja, das ist ja gerade das, was aus meiner Sicht hier auch, und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast auch gestartet habe, aus meiner Sicht viel zu wenig eben gemacht wird, gerade vor allem in der agilen Community, dass man eben genau diese Individuen und Actions over Processes and Tools, dieses Thema einfach Menschen und wie die Menschen miteinander kommunizieren, miteinander arbeiten, dass es eigentlich viel mehr in den Fokus kommen muss wieder. Ja, dass man eigentlich, bevor man irgendwas obendrauf ballert, wie Scrum beispielsweise, muss ich erstmal schauen, wie sieht das Teamgefüge aus, wie ticken die Leute, sind die an der richtigen Stelle, ist denen klar, wo die Reise hingehen soll. Und wenn ich dann merke, jetzt funktioniert das Gefüge einigermaßen, gutes Team läuft einigermaßen, dann natürlich kann ich mit agilen Methoden hervorragend helfen und gut nach vorne laufen. Aber aus meiner Sicht gehört eben erstmal
Die Grundlage ist erstmal, überhaupt ein Team zu bekommen, was zumindest eine Teilform von Passion zumindest entwickelt für das, was sie tun. Und dann, glaube ich, sind agile Methoden natürlich dann auch nicht schlecht. Ja. Ja. Ja, ich glaube, da läuft auch tatsächlich in unserer Branche was schief. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich überlege mir manchmal an manchen Tagen auch, ob ich mich weiterhin agiler Coach nennen will oder ob ich mich quasi aus dieser Schublade selber rausnehmen möchte, weil ich bin da irgendwie auch unzufrieden mit der Arroganz und mit der Methoden und Tools und Prozessverliebtheit, wie wir agilen Coaches halt oft an so Sachen rangehen. Und es nagt vor allem jetzt im letzten Jahr immer mehr an mir, wo ich mich immer mehr frage, bin ich eigentlich ein agiler Coach? Will ich das eigentlich sein? Oder bin ich einfach ein Coach und benutze agile Methoden, wenn sie gut passen, und wenn nicht, ist genauso gut oder vielleicht sogar noch viel besser. Ja? Also ganz kurz zur Erklärung vielleicht für die Zuhörer, die vielleicht nicht aus dem agilen Kontext kommen. Ja. Jeder darf sich agiler Coach nennen. Ja, das ist eigentlich nichts anderes wie mittlerweile ein Marketingbegriff. Man nennt sich halt so, damit man so gefunden wird. Aber im Prinzip gibt es da keinen Schutz in irgendeiner Form, dass sich nur die Leute so nennen dürfen. Theoretisch kann ich eine zweitägige Scrum Master Ausbildung machen, auf den Markt springen und sagen, so, jetzt coach ich Teams und nenne mich jetzt agiler Coach. Da kann keiner was gegen tun. Dementsprechend ist gerade auch, weil das Thema gerade so am Boom ist, natürlich auch immer mehr größere Unternehmensberatungen wie die KPMGs und McKinseys dieser Welt, die da auf diesen Zug aufspringen. Und leider aus meiner Sicht auch relativ viele Menschen, die eigentlich gar keinen Plan haben, was sie da eigentlich gerade tun. Ja. Und das ist natürlich auch sehr schade. Genau. Und das sind aber nicht nur die Großen. Das gibt es in allen Ausprägungen. Und diese Scrum-Guides und diese Schuhari-Mentalität und so weiter, das ist alles so ein bisschen, geht in eine falsche Richtung, finde ich. Also natürlich braucht man für eine Methode ein Handbuch, aber die Art und Weise, wie das im Moment gelebt wird und den Leuten so um die Ohren gehauen wird und ihr müsst erstmal das machen, bevor wir über was anderes reden, das ist irgendwie nicht das, wo ich glaube, dass da am Ende ein passioniertes Team rauskommt. Das ist auch eine komische Art, Menschen gegenüberzutreten und zu sagen, ich weiß viel besser, was ihr hier tun müsst. Ja, mag ich nicht. Okay. Und das war, glaube ich, auch ein wunderschöner Schlusssatz von dir, Daniel. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast, um hier am Podcast mitzumachen. War spannend. Ich bin mir sicher, wir sehen uns bald auch wieder. Ich denke, wir laufen so ständig über den Weg irgendwo. Mhm. Und wünsche dir noch eine ganz hervorragende Woche. Danke dir auch, hat mir großen Spaß gemacht und gerne irgendwann wieder. Also gut, dann auf Wieder, tschüss. Bis dann, Mann. Ciao. Ciao.